Dieser römische Kaiser ist der verrückteste Mann der Geschichte. Ich spreche von Heliogabal, der mit 14 Jahren den Thron bestieg. Er beförderte Männer aufgrund der Größe ihrer Geschlechtsorgane. Zum Spaß warf er Goldmünzen von seinem Turm und sah zu, wie die Armen darum kämpften. Er kettete auch Frauen wie Pferde an seinen Wagen und peitschte sie aus, während sie ihn zogen. Er ließ sogar einmal während eines Gladiatorenkampfes Schlangen auf die Menge los und sah amüsiert zu, wie das Publikum in Panik geriet. Kurz gesagt, der Typ war eine komplette Katastrophe. Sogar seine Großmutter befahl ihn zu enthaupten, so pervers war er. Und, naja, so starb er im Alter von 18 Jahren. Dein Schwert auf legendäresschwert.com.